Und damit willkommen zur nächsten Uncut-Runde, während hier im Ingame-Chat alle irgendwie schreiben Good Luck und sowas, guys, have fun. Einer schreibt, hab Pipi in Hose, perfekt. Wir machen heute, Schnecke ist wieder da, perfekt. Wir machen heute Uncut-Runden mit Regeln. Ich habe ein bisschen Angst, dass es nicht funktioniert, dass die Leute sich nicht dran halten, dass sie es nicht verstanden haben oder whatever, weil es sind einige Regeln. Eigentlich finde ich es nicht... Was? Eigentlich finde ich es nicht schwierig. Ich finde es einfach, sich daran auch zu halten. Aber ich bin sehr gespannt. Wir haben gesagt, only Sniper. Okay? Only Sniper. Und das bedeutet auch, Schnecke darf jetzt, wenn er landet, seine Pistole nicht verwenden, muss looten oder Geld sammeln, für sich Loader hier holen oder whatever, bis er eine Sniper hat. Bei den Snipern zählt mit dazu die SAB, die SPR und die Lockwood von den DMRs, also diese Repetier-Sniper, die halt einfach ein bisschen schneller sind und deshalb in der DMR-Kategorie sind, wie die K98 und die SPR damals in Warzone 1. So, ne? Die zählen mit dazu. Aber ich will natürlich keine MK14-Leute jetzt hier durch die Gegend laufen sehen. Aber das sieht ganz gut aus. Schnecke nimmt hier keine Waffen mit. Scheint sich dran zu halten. Hat eine SPX gefunden. Die darf er natürlich aufheben. Mit der darf er spielen. Er darf nicht Schild spielen, SMG, LMG, AR oder sonst irgendwas. Nur Sniper. Er darf aber ansonsten Rauchgranaten, Wurfmesser, Semtex und so darf er alles mitnehmen. Messer ist nicht erlaubt. Also das richtige Messer, das Kampfmesser. Boxen ist nicht erlaubt. Starterpistole ist nicht erlaubt. Die Gulag-Waffen darf man natürlich im Gulag benutzen, sonst kannst du ja nichts machen. Aber wenn du mit denen respawnst, darfst du nicht einfach auf Leuten landen, die Sniper spielen und die mit deiner Gulag-Waffe töten und so weiter und so fort. Autos sind auch verboten. Ich will hier wirklich only Sniper-Gunfights sehen. Das ist das Ziel dieser Runde. Deshalb habe ich den Leuten auch geraten, landet am besten irgendwo außerhalb, so wie Schnecke das hier auch gemacht hat. Und lootet euch safe eure Sniper zusammen. Killer hat eine Victus und eine, wie heißt die Intervention nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr. Imperium, FJX Imperium oder so, ja. Gefunden. Das sieht auch gut aus. Scheint sich hier auch dran zu halten. Das ist schon mal gut. Weiter nach rechts kann ich jetzt wieder nicht. Okay, dann muss ich links rumgehen. Ich hoffe, dass es funktioniert. CEO Manfred schreibt, habt zwei Sniper, wo seid ihr? Nimmt eine... Ja, das ist eine geile Klasse. Nimmt eine Festung ein und spielt hier auch schön mit der Close-Range-SPR. Habe ich empfohlen, die SAB oder die SPR auf Close-Range zu bauen und als Sekundärwaffe eine MCPR auf Long-Range mit Explosivmuni, dass man halt auf Long-Range auch One-Shot-Headshots verteilen kann. So, Let's Jens ist schon im Gulag mit Tabs im Clan-Tag. Fett Milchmann TV. Close-Range-Gunfight. Was ist das? Aber genau diese Gunfights will ich sehen. Keiner boxt hier. Alle... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alle spielen Sniper only. Es funktioniert. Ich fasse es ja nicht. Ich fasse es ja nicht. Daniel auf Pep. Hat eine Razorback in der Hand. Bei mir fliegt eine Tür durch die Luft. Schreibt er. Wir gucken Daniel zu. Hier ist keine Tür. Ich sehe keine Tür. Zeig uns die Tür, Daniel auf Pep. Die ist bei uns nicht, die Tür. Schade. Die würden wir auch gerne sehen. Sehr, sehr traurig. Aber es scheint vorerst zu funktionieren. Ich frage mich, wieso er die Razorback da mitgenommen hat. Milo holt sich hier Waffen am Shop gerade, wenn ich richtig sehe. 3,8 hat er noch. Hat sich noch eine Munibox geholt. Okay. Hat auch eine FJX Imperium, okay. Intervention sieht so geil aus, ne? Ich bin so traurig, dass die so kacke klingt und einfach nicht die echte Intervention ist. Naja. Blaze läuft mit Fäusten durch die Gegend, ist auch ein gutes Zeichen. Vielleicht kann er sich eine Sniper eigentlich am Shop holen. Du hast 3K. Blaze, du hast 3K, du könntest dir eine Sniper am Shop holen. Könntest du machen. Uncut Kamel. Kann hier auch nichts mitnehmen. Ist natürlich auch sehr random dann. Es ist natürlich dann auch sehr viel Luck, ob man hier, hab noch nie mit Sniper gespielt hat, schreibt hier jemand in den Ingame-Chat, ist das krank. Ob man hier Sniper findet oder nicht, das kann natürlich frustrierend sein, aber anders geht's halt nicht, ne? Also man muss halt diese Regeln machen, sonst ist halt Sniper only für den Arsch. Weil wenn du sagst, ja, Starterpistole ist erlaubt und Boxen ist erlaubt und sowas, dann kannst du ja ganz easy auf den Leuten landen, die only Sniper in der Klasse spielen, quasi schon weiter im Game sind, weil sie schon ihren Loadout haben und du boxst sie dann einfach K.O. oder schießt mit Pistole auf die oder whatever. Deshalb musst du das eigentlich von dem Regelwerk her so machen, dass du auch wirklich nur Sniper aufheben darfst und nur Sniper spielen darfst und so. Gurkenlord hat wohl gerade einen Kill gemacht. Spielt die Comweste lieber, okay. Spielt Brandmuni auf der SPR, wenn ich hier richtig sehe, okay. Ist natürlich erlaubt so, ne, klar. Wilde Idee da.
Brandmuni SPR. Ich wusste nicht, über das geht. Darf man Semtex verwenden? Ja, Semtex darf man verwenden. Let's Jens hat keinen Anker im Clantech. Ja, habe ich jetzt auch nicht aktiv gesagt. Ich meine, das ist Custom Game Lobby. Ich freue mich, wenn da Leute only Anker im Clantech spielen. Fuzzi, einfach Denno. Aber wichtiger war es mir jetzt, dass die Leute auf jeden Fall sich an die Regeln handeln. Ich kann auch nicht mehr reden, ne? Uncut Phantom. Mit einem schönen Sheepbreak hier. Ja, Master City ist einer mit Sturmgewehr. Das will ich nicht sehen. Schreibt Sweepy hier in den Chat. Das ist nochmal eine Runde Sniper Only. Mal gucken, je nachdem, wie das jetzt hier funktioniert. Okay, der ist weggegangen. Fallschirmverbot. Auch mit der SPR in der Hand. Scheint auch zu funktionieren. Daniel Düsenglied mit der FJX Imperium, aka Intervention 0,5. It's Chris mit einer SAB. Sehr schön. Kali mit einer Pistole. Und wird auch direkt gesniped. Oh, und gestunt. Lolot Bug wird mir nicht angezeigt. Ja, beste Leben. Darf auch nicht das Auto nehmen auch. Hat er auch nicht gemacht. Stark. Wookie. MCPR-Hitmarker. Auch schön. Auch eine SAB oder SPR da als Secondary. Tangente Lux mit mit Fäusten, weil er noch keine Sniper gefunden hat. Bad Ben auch mit einer SPR, ist auch eine SAB, glaube ich, mit Rotpunktvisier, auch sehr interessant, sieht sehr wild aus. Rasender Ron mit der Signal Orion. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut bisher, sentimental. Wir haben noch niemanden hier gesehen, der sich nicht an die Regeln hält. Nur mit MCPR auch, sieht auch gut aus. Der Briefkasten. Auch mit der SPX in der Hand. MCPR bei Vanix Syndicate. Uncut Emboli auch mit der 15 Schuss. Bist du des Wahnsinns? Größeres Magazin drauf gemacht. Da geht sogar langsamer ins Visier dann. Also ist eigentlich meiner Meinung nach keine gute Idee. Jetzt ein Jumpshot vom Gegner. Oh, der hätte gekracht. Ja, der hätte ich nicht mehr gepiekt tatsächlich. Kann ich noch den nächsten? Ja, einfach besser. Auch mit der Signal. Ich glaube, einer hackt. Was lese ich hier? Zaytrox auch mit Doppelsniper. Es gibt mir hier mal ein bisschen durch. Uncut Shocks. Das könnte... Nee, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Oh, der war stark. Der war stark, der Shot. Ah, wird jetzt hier aber erstmal... Wax Zeitüberschreitung. Oh, no. Wie gut, dass sich Raul nicht an die Regeln hält. Bitte nicht. Bitte nicht, Raul. Dann, das sage ich auch immer wieder, dann nicht mitmachen, wenn man hier nicht zuhört, dass es gerade mit Regeln ist. Dann bitte nicht mitmachen. Oh, Wax spielt Raul... Der hat doch Zeitüberschreitung. Oh mein Gott. Bei ihm stand schon Zeitüberschreitung und er ist einfach immer noch hier. Ist das bodenlos. Ne, Raul hält sich an die Regeln. Raul spielt Sniper. Raul spielt Sniper. Raul ist auch ein guter Spieler. Oh mein Gott, wird aber gekracht. Panther auch, schöner Snipe. Boah! Ah, blind im echten Leben. Und der Gegner kommt weg. Nass auch. Ich glaube, Nass hat hier gerade Raul geholt. Wie geil sieht die Mark II aus hier? Die Lockwood? Die sieht voll cool aus. Bald spiele ich auch so Sniper, weil das das Einzige ist noch, was Spaß macht oder so. Uncut Namaste, 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 Namaste. Was passiert? Ach du Scheiße. Nein, jetzt bin ich beim ersten wieder, oder? Ah ne, Rifle. Rifle auch wieder am Start in den Uncut-Runden, nachdem es letzte Woche gekracht hat. Mit einer Close-Range-SAB, die sieht so scheiße aus, ne? Mit diesem kurzen Lauf. Wenn einer auszusehen boxt wegen Tastenbelegung, ja, natürlich kann es doch passieren, aber du siehst ja dann auch direkt, ob der fünfmal boxt dann oder ob er einmal aussehen auf die Taste kam. Das ist ja was anderes, so sage ich mal. Ne? Versehen gibt es natürlich auch immer. Ist das Dennis? Relativ viele Leute bei Hydro haben wir jetzt schon gesehen. Alex im Gulag, Miau Clantech, sehr gut. Nobody hier auch am Snipen. Das funktioniert eigentlich echt ganz gut bisher. Wie hässlich ist das? Das ist eine... Wer ist die nochmal? Ich kenne schon den Namen nicht mehr. Victus, ne? Boah! Boah!
Nächster Spieler, ich glaube, ich habe gechoked, oder? Ja, ich bin bei Rifle wieder. Hm. Alex und Gula, gucken wir uns kurz den... Nein, ich habe jemanden zugeschaut, der gestorben ist. Dann ist man immer wieder auf der ersten Person. Das ist richtig kacke. Nobody im Gulag. Big Butts im Gulag. Hier haben wir den Ga... Alter, das war ein Kracher. Ist ein Finisher erlaubt, ja. Wenn du es hinbekommst, hinter einem zu stehen, dann klar. Und das zu machen, dann ja. Big Butts im Gulag. Ich würde sagen, wir gucken den Gulag mal ganz kurz zu. Natürlich sind im Gulag die Waffen erlaubt, die man da bekommt, sonst wäre es ja ganz großer Quatsch. Schöner Wallbang-Hit da sogar noch. Oh, der Reach-Hell, aber stark gespielt. Flix am Schwimmen, Don Sheeper auch mit Waffe, also mit ganz normal Sniper in der Hand. Wildes Visier. Mundi mit Thermalsignal. Alter. Aber es scheint sich hier, also grundsätzlich habe ich jetzt noch keinen gesehen, der sich nicht dran hält. Das ist doch hier mal Siggi, komm. Hier will ich jetzt einen Trickshot sehen. Was passiert hier? Was macht Siggi? Oh, noch so einen Sniper bekommen. Platten wichtig. Oben auf dem Berg hat ihn gesehen. Boah, diese Kirschblütentarnung, die im Nachhinein animiert wurde. Ich bin so traurig, dass ich sie nicht erspielt habe. Können wir später DMR-only machen? Nee. Ah, der hätte sogar hitten können. Ich glaube, der hat sich gerade nur hingelegt, der Gegner in dem Moment. Chefoot mit MCPR auch am Start. Stone Baron auch mit der Mark II. Bot Center mit der... Ah, jetzt kann ich auch nicht switchen. Das ist ja geil. Solange wie der jetzt in dem Teil fliegt, kann ich als Zuschauer nicht hin und her switchen. Das ist ja geil. Gibt's nächste Runde wieder einen Beitrittscode? Ja, jede Runde. Ich würde gerne switchen. Jetzt darf ich erst wieder. Legendäre Combo auch mit der Victus. Warum sind so viele Fan von der Victus? Ich finde die so scheiße. Und der Mark II auch, okay. Stiflas Mom. Auch mit der Mark II. Ja, Stand jetzt hält sich, glaube ich, jeder dran. Der Süße von nebenan wahrscheinlich. Hat aber nicht mehr in den, in den Ding gepasst. Kilibri mit der Signal-Poseidon-Variante oder was das ist. Sieht auch sehr wild aus. Weil ist das... Ist das ein Kipp-Rohpunkt-Visier? Was ist, warum ist da noch Rohpunkt-Visier nebendran? Was ist das denn? LMS nicht erlaubt, Kilibri. LMS nicht erlaubt, habe ich aktiv gesagt. Das ist eine Einzelschuss-DMR, die ist nicht erlaubt. Die bitte weglegen. Kilibri, falls du ja gerade zuschaust, wie auch immer, das ist explizit eine Waffe, wo ich gesagt habe, die ist nicht erlaubt, weil die kannst du sprayen. Kilibri der Erste, der sich nicht an die Regeln hält. Aber habe ich auch nicht 100-mal gesagt an der Stelle. Also das kann man eigentlich nicht choken. Ja, das ist besser. Das ist besser. LMS nicht erlaubt. Nein, Schnecke spielt diese WA-2000-Sniper. Hieß ja kacke. Die ist ja kacke. Ich bin sehr gespannt aufs Endgame, wenn dann alle close move müssen. Weil dann gibt es auch Close-Range-Gunfights. Kann man dann nicht mehr umgehen. Da spielen richtig viele die SAB mit Brandmunition, wie ich hier gerade sehe. Daniel auf Pep wieder am Rumrennen. Irgendwie haben wir bisher wenig Glück mit Gunfights, wenn wir drauf switchen. Vielleicht einfach im Loadout drin gewesen. Ja, darf man halt dann trotzdem nicht spielen, ne? Bei Ausbruch, ja, also Ausbruch darfst du natürlich nutzen, aber halt nicht mit Pistole dann spielen, ne? Also... Musst halt dann eine Sniper finden oder auf deinem Loadout landen oder auf dem Shop landen, den der Sniper kaufen oder wie auch immer. Aber Ausdruck ist natürlich kein Grund dann, sich nicht mehr an die Regeln zu halten. Da sehen wir jetzt einen Gunfight. Oh mein Gott, sehen wir nicht, weil da wurde schon Gadget sniped. Warum spielt ihr alle so verrückte Visiere auf euren Snipern? Das normale MCPR-Visier ist doch vollkommen fein, oder? Wozu braucht man dann ein Visier drauf? Höchstens, wenn man die auf mehr Close Range spielen möchte, aber so ein anderes Long Range Visier? Oder Thermal von mir aus auch. Lockdown sollte auch verboten sein, lädt nach wie eine Shotgun.
Ja, gut, aber auch nur einzelne Schüsse, ne? Deshalb. Oh. Einfach besser wird hier gesniped. Keine Chance wahrscheinlich da wegzukommen. Wobei, durchs Wasser. Ja, ich glaube, er kommt sogar wirklich weg. Schockt spielt hier meine Klasse. Das ist doch geil. Die Pyman SAB ist das, glaube ich, ne? Ja. Die Pyman SAB und die MCPR. Das ist die Klasse, wie ich sie, glaube ich, sogar empfohlen habe gerade. So hätte ich gespielt, wenn ich mitgespielt hätte. Raul hat schon 8 Kills. Da bleiben wir mal drauf. Da bleiben wir mal drauf. Weil es nicht repetiert. Kann er endlich repetieren? Muss hier auch noch moven. Ich glaube, die SAB ist immer noch nicht repetiert. Not sure. Doch, die ist repetiert. Muss man da sagen, bei der sieht es voll geil aus, wenn du mit der sprintest, wie der die dann hält. Ich hau gerade mit einem Turner des Todes. Na, schade, den hätte ich gerne gesehen. Jetzt, wenn wir zu gucken, wahrscheinlich wieder Auge. Junge, wie der am Moven ist hier, ne? Aber der Gegner vor ihm muss auf jeden Fall zu ihm kommen. Rechts ist er. Rechts. Oder habe ich ihn richtig gesehen? Ja, der ist so rechts, links reingemoved. Rechts! Ship Break. Und da kracht es jetzt. Da kracht es komplett. Nice. So, der Mann muss erstmal hochmoven. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz weiter. Uncut Panther in der Luft. Real Tastix kann hier einen Ship Break hitten. Und sich generell einmischen da in diesen Fight. Der Kollege hier unten muss jetzt rauskommen gleich. Anker Manfred, das ist Julia. Ja, wird da gesniped, aber kann landen. Chef. Chef? Chief. Ohne Boxen? Ja. Wurfmesser ist erlaubt, Semtex ist erlaubt, ja. Nur Nahkampfwaffen, Boxen und sowas, das ist alles nicht erlaubt. Ohne Boxen, ja. Team Underground mit Uncut im Clantech, wichtig. Rifle auch 2 Kills noch alive. Ryze hier auch 2 Kills. Ich glaube, die sehen sich hier gerade, die beiden. Ne, wobei, das ist noch jemand anderes. Der ist das. Und der ist jetzt. Ne, er ist nicht tot. Da hätte man mit ein bisschen mehr Geduld arbeiten müssen. Oh, die Zone. Bro, dieser Zonenflinch ist auch viel zu krass, ne? Ohne Waffen dann doch schwer. Ja, tatsächlich ist es schwer ohne Waffen. Das stimmt, ja. Aber kann man halt nicht anders handhaben, ne? Weil sonst schießt da jeder halt mit normalen Waffen. War da nicht links noch einer? Und das ist auf jeden Fall nicht erlaubt, was er da spielt, oder? Das war doch gerade ziemlich sicher mit dem R, die du so sprayen kannst. Ja, wichtig. Hä, mit was hat Schnecke da gerade gespielt? Oder war das eine. Ah, Ryze guckt auch nicht auf die Waffen gerade, schade. Oh, und da ist Leer. Da ist Leer. Ja, von der Seite. Es kommt ein Besatzungsscan, schade. Ich hätte natürlich jetzt einen Ausbruch mehr gefühlt. Jax war das hier gerade auch. Ah, das war die Carrack. Stimmt, das war die Carrack. Ja, die ist erlaubt, weil die ist wirklich riesenscheiße. Und die Pistole schon nice. Ja, die Frage ist halt dann, was machst du mit Loadout-Pistole und so, weißt du? Weil da kannst du halt dann so X13 und sowas auch spielen. Oder FTEC Siege. Alter, da hat es ja wirklich komplett einmal Bumm gemacht. Einmal Bumm. So, DP ist hier im Underground. Ist halt auch einfach eine Top. Wie heißt das hier nochmal? Observatory Zone, nice, Flexigi. Schöner Kill. Zehner Streak da auch schon. Rifle mit 2 Kills. Wie sieht's denn aus mit Raul? Ist Raul noch am Leben oder ist der tot? Raul ist am Leben. 10 Kills auch. Hat auch noch genug Muni und noch eine Munibox. Das heißt, der Mann kann eigentlich sprayen, wie er möchte. Oh. Hat's da gekracht. Hat's da gekracht. Hilfe.
Hat's da gekracht. Schön, Achilles. Spoiler. Spoiler. Drohne. Ja. Ich habe Zuschauer-Drohnen-Bug einfach. Schöner Snipe. Ja. Ist halt auch geil mit dem Rotpunkt, ne? Deshalb so diese SAB ist schon ganz cool eigentlich. Du brauchst wahrscheinlich drei Hits dann schon auf einer gewissen Range. Oder sogar hier jetzt, wenn du nicht Headshots und sowas triffst. Aber trotzdem geil. Nochmal ein Shield Break. Gucken wir mal bei den anderen rein. Uncut Shocks läuft hier unten lang. Ich glaube, das könnte sogar der Gegner gerade gewesen sein. Not sure. Rasender Ron hier auch. 7 Leute jetzt nur noch alive. Hier sehen wir jetzt einen Gunfight. Sigi macht das sehr gut. Ja, Sigi macht das stark. Sigi macht das sehr stark. Aber DP mit der... Oh mein Gott, die Gasmaske! Wow! Wir gucken bei Sigi rein. Sigi out of zone, goldene Gasmaske. Played das smart. Wartet hier. Lässt den Gegner quasi crossen. Und hat hier an der Ecke auch einen guten Spot. Okay. Tastix in dem Haus. Ist das nicht das Haus sogar, wo... Sigi ist? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, das ist es nicht. Ne, das Haus ist links unten. Tastix schaut hier nach oben. Raul ist hier am Snipen auf... Das könnte Sigi sein, ne? Den Shot gucken wir uns an. Ja. Sniped Sigi. Tastix gegen Raul. 1 gegen 1. Real Tastix 10 Kills gegen Raul 15 Kills. An der Ecke. Ah. Bombendrohne, maybe. Bombendrohne, maybe. Da haben wir nichts zu gesagt zu Streaks. Die sind eigentlich erlaubt. Raul muss jetzt auch ein bisschen moven, aber... Ui. Oh, da kommt die Stun. Oh, die Stun kracht natürlich komplett. Shield Break. Und Raul, ah, wollte exekutieren, aber hat nicht geklappt. 16 Kills. Starke Runde von Raul. Aber auch crazy, dass da am Ende komplett nur noch Leute live waren, die auch gut Kills hatten. Ne? Also Sigi hatte auch, glaube ich, 10 plus Kills und sowas. Deshalb, ja, GG's auf jeden Fall. GG's.